Am 28.10. wurden wir in Berlin ab 6 Uhr früh aus den Betten heraus von der Polizei verhaftet. Nur dürftig bekleidet und mit ein paar Mark habe ich Deutschland verlassen müssen. Deutschland, das Land, in dem der Geiger Max Karp aufgewachsen ist, für das er als Soldat im Ersten Weltkrieg kämpfte. Doch weil er Jude ist und einen polnischen Pass hat, wird er 1938 zwangsausgewiesen. Siegfried Jaffe ist erst 15, als er und sein Vater abgeschoben werden, aufgrund der sogenannten Ausländerpolizeiverordnung. Sie werden aufgefordert, das Reichsgebiet binnen 24 Stunden zu verlassen. An diesem Tag verloren wir alles, was wir gehabt haben. Unser altes Leben, unser Heim und unsere Familie. Insgesamt verschleppen die Nationalsozialisten zwischen dem 28. und 29. Oktober 1938 17.000 Juden und Jüdinnen. Sie nennen das Polenaktion. Auch der junge Marcel Reich-Ranicki wird gewaltsam aus seinem Leben in Deutschland herausgerissen. Wohin der Zug fuhr, sagte man uns nicht. Doch war bald klar, dass die Fahrt in Richtung Osten ging, also zur polnischen Grenze. Wir froren, denn die Waggons waren nicht geheizt. Ihre Habe tragen sie am Leib. Das sind ihre Kleider und 10 Reichsmark. Mehr ist nicht erlaubt. So werden sie ausgesetzt im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Und von dort sind wir in einer Kolonne marschiert. Es war ja schon dunkel, Nacht. Und wurden unter Bewachung von Polizei mit Gewehren zum sogenannten Niemandsland gebracht. Und dort haben sie uns gesagt, und ihr marschiert jetzt weiter. Und wer sich umdreht oder zurückkommt, da wird von der Waffe Gebrauch gemacht. Heimatlos im Nirgendwo. Tausende, die nicht wissen, wohin. Hin und wieder wurden wir von kleinen Scheinwerfern beleuchtet, damit sich auch keiner verkrümeln konnte. Ein bestimmtes Marschtempo musste von uns eingehalten werden. Es war schon mehr eine Treibjagd. Ich erhielt Schläge mit dem Gewehrkolben, vor allem über den Kopf, und fing an zu bluten und wurde von meinem Vater und Freunden mitgeschleppt, denn keiner wollte von seinen Angehörigen getrennt werden. Die Menschen sind verzweifelt. Aus Deutschland verjagt, weil sie Juden mit polnischem Pass sind. Und in Polen nicht willkommen. Die polnischen Grenzbeamten völlig überfordert. Die haben sofort gesagt, Stoi, halt, hier geht's nicht weiter. Und wir hatten große Schwierigkeiten, überhaupt nach Polen reinzukommen. Weil sie wollten uns, obwohl wir polnische Staatsbürger waren, sozusagen, waren sie überrascht. Gerhard Klein konnte 60 Jahre lang nicht darüber reden, bis die Shoah Foundation ihn 1996 befragte. Erst da erfährt die Tochter von seinem Schicksal 3 Jahre vor seinem Tod. Er ist ja erstaunlicherweise von dieser Polenaktion nur deshalb betroffen gewesen, weil er einen polnischen Vater hatte, der auch immer noch einen polnischen Pass hatte. Denn eigentlich hatte er mit Polen überhaupt nichts zu tun. Also weder wurde polnisch gesprochen, noch war er jemals in Polen gewesen. Also das war ja überhaupt völlig willkürlich. Ihr Vater wuchs in Berlin auf, erzählt sie uns, war ein Kinderstar auf den Theaterbühnen. Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernehmen, darf er nicht mehr spielen. Und 1938, gerade volljährig, steht er plötzlich mit tausenden Jüdinnen und Juden am polnischen Bahnhof Spongin. Spongin, in dem haben 4.500 Menschen gewohnt. Und dort kommen dann an einem sehr kalten, nassen Oktoberwochenende 1938 8.500 Menschen an, die fast ohne Gepäck sind, die nach einem strapaziösen Marsch dort angekommen sind, nass geregnet. Desolat, erschöpft, verzweifelt und es fehlt jegliche Infrastruktur, sich um sie zu kümmern. Unter den Gestrandeten der Geiger Max Karp aus Berlin. Er schreibt 1938 an einen Verwandten. Das Gedränge auf dem Kasernenhof und in den Baracken wurde immer stärker. Fast den ganzen Tag irrte ich unter schwerster seelischer Depression umher. Ich fand nirgends Ruhe.
Infolge der Strapazen und des ungeheuren seelischen Kummers gab es hier viele Tote, auch durch Selbstmord. Das Postamt von Spongin. Von hier aus gehen 1938 Hilferufe, Briefe, Telegramme an Angehörige in alle Welt. Die Not der Menschen hat Zenon Ovoc, der Sohn des Postbeamten, heute 90 Jahre alt und damals 9, zunächst gar nicht begriffen. Die Briefe haben sie auch geschickt, nicht? Auch nach Palästina, nach USA und bekommen auch Briefe von da, nicht? Und weil ich Briefmarkensammler war, nicht? Dann habe ich manchmal auf der Straße gestanden und bitte, das habe ich so schon ein paar Mal gemacht, bitte eine Briefmarke, wenn jemand ist, ein Jude ist gegangen, dann bitte sie ein. Die sind stehen geblieben, haben gesucht, den Brief haben sie ausgerissen und haben gegeben. Die aus Deutschland Vertriebenen müssen nun auf ihren polnischen Pass setzen. Sie telegrafieren an den polnischen Präsidenten am 8. November, einen Tag vor der Reichspogromnacht. Wir sind polnische Bürger, die auf allerbrutalste Weise von der Grenze des Deutschen Reiches deportiert wurden. Seit 10 Tagen werden wir zwangsweise in Spojin festgehalten, unter entsetzlichen, unerträglichen Umständen. Retten Sie unsere Kinder und unsere Alten vor dem Tod und geben Sie uns unsere Freiheit zurück. Und es dauert dann einige Tage, dass vor allen Dingen die polnisch-jüdischen Hilfsorganisationen aus Warschau kommen und eine Hilfsstruktur aufbauen. Auch das polnische Rote Kreuz ist in diesen ersten Tagen beteiligt. Und es sind dann aber vor allen Dingen auch die Einwohnerinnen und Einwohner in Spongin, die reagieren. Und dieser Akt der Menschlichkeit, der sich dann da zeigt, den finde ich sehr beeindruckend. Den finde ich auch im Rückblick sehr beeindruckend. Die Leute, das war, die haben... Erstens, die haben geholfen, in allen, die Schüssel gegeben, was zum Tragen, Wasser, Eimer und alles haben sie geborgt. Und viele im Ort, auch sein Vater, boten den Menschen in ihren Häusern ein Notquartier. Simon Berger ist polnischer Jude, überlebte Auschwitz. Auch seine Familie half, wie so viele polnische Juden, den Heimatlosen. Wir haben eine Villa gehabt, outside of Lodz, die mein Großvater gebaut hat. Da waren 65 Einwohner im Sommer. Und wie die deutschen Juden sind gekommen, haben wir nicht mehr verrentet für den Sommer. Und wir haben denen gegeben, die Wohnungen. Die haben gedacht, sie sind Deutschen, weil wenn sie nach Deutschland gekommen sind, sind sie Kinder gewesen. Die haben die Sprache gesprochen, kein Polnisch gesprochen und keine andere Sprache gesprochen. Seine Frau hat er erst nach dem Krieg kennengelernt und erst dann erfahren, dass auch sie durch die Polenaktion aus Deutschland vertrieben wurde. 1938 war Rita Adler 9 Jahre alt und wohnte mit ihren Eltern in Berlin. Wir haben eine sehr schöne Wohnung gehabt. Wir waren 3 Kinder. Wir haben Familien gehabt, wir haben Cousinen, Onkel, Tanten. Wir haben sehr schöne Zeit gehabt, bis zum 28. Oktober. Der Vater und der älteste Bruder Norbert werden an diesem Tag nach Spongin abgeschoben. Die Mutter bleibt mit Rita und ihrem anderen Bruder in Berlin zurück. Meine Mutter hat versucht zu liquidieren, das Geschäft und die Wohnung und alles. Aber wir sind erst im März, glaube ich, März, sind wir, meine Mutter, mein anderer Bruder und ich, sind wir nach Polen über die Grenze gegangen. Ich war froh, meinen Vater zu sehen. Ja, das war das letzte Familienbild, ja. Ritas Vater Leo wird wenig später von einem SS-Kommando erschossen. Von denjenigen, die in Polen geblieben sind, haben die meisten nicht überlebt. Von denjenigen, die noch es bis Westeuropa geschafft haben, aus Polen noch mal hinaus, die sind dann in den Jahren 40, 41, 42 dort von den Deutschen eingeholt worden und wiederum in die Vernichtungslager nach Polen deportiert worden. Die sogenannte Polenaktion von 1938 trug die Grundzüge der späteren Deportationen. Und trotzdem bekommen die wenigen Überlebenden keine Entschädigung dafür.
denn die Ämter im Nachkriegsdeutschland behalten die Argumentation der Nationalsozialisten bei. Weil es sich bei den Juden aus Deutschland um polnische Staatsbürger gehandelt habe, sei die Ausweisung eine korrekte polizeiliche Maßnahme gewesen. Es gibt ganz oft den Hinweis in den Akten, dass die Polenaktion kein nationalsozialistisches Unrecht gewesen sei und deswegen diese Ausweisungsaktion selbst nicht entschädigt wird. Das ist zynisch, natürlich. Das bedeutet auch, dass die Menschen, die 1938, 39 ihr Vermögen verlieren, die niemals wieder an das Vermögen, das sie im Reichsgebiet hatten, anknüpfen können. Siegfried Jaffe gelingt es 1938 als 15-Jähriger mit einem Kindertransport über London nach Australien zu fliehen. Gerhard Klein kehrt 1952 aus Israel nach Deutschland zurück und wird Chef des legendären Kapitolkinos in Berlin. Der Geiger Max Karp entkommt den Nazi-Schergen nicht. Er wird 1940 im KZ Sachsenhausen ermordet.